Servus bei einer neuen Ausgabe Wilde Küche. Heute geht es um den Parasol. Ja, wir bereiten heute Parasol zu. Ich habe da gestern mal ein bisschen was gefunden. Und was wir dazu brauchen, sind Eier und Paniermehl. So, als erstes werden die Eier zerkleinert. Gut, dass es schön gemischt ist. Jetzt kommt noch eine Prise Salz und eine Prise Pfeffer rein. Das Ganze gleich ein bisschen Geschmack hat. Genau. Also die sind jetzt von gestern, deswegen sehen die auch schon ein bisschen alt aus. Nächster Schritt ist einmal eintunken, beidseitig, dass sie schön voll mit Ei sind. Dann ins Paniermehl. Ja, dass er schön überall backt und auf den fertigen Teller. Und das wird jetzt wiederholt, bis es fertig, also bis alle paniert sind. Sehen wir uns gleich wieder. So, es sind nun alle paniert. Jetzt geht's weiter ans Braten. Dafür lasse ich nun etwas Butter schmelzen, da Butter besserer Geschmacksträger ist wie Öl, greife ich lieber zu Butter. Es kann nun ein paar Minuten dauern, wisst ihr ja selber, dann melde ich mich gleich wieder, wenn es geschmolzen ist. So, die Butter ist jetzt geschmolzen, jetzt kommen die Parasol rein. Ich habe auch noch ein paar Maronen gefunden, die haue ich jetzt einfach auch mal mit rein. So, es riecht schon sehr nach Butter. Die müssen jetzt noch gut durchbraten, bevor ich sie wenden kann. So, wende ich sie mal das erste Mal. Ja, wie man sieht, die haben schon eine schöne braune Farbe bekommen. Oh ja. Hau ich gleich mal den nächsten rein. Sehr schön.
So, für den 2 habe ich schon raus, für den ist jetzt auch Zeit. Wie man sieht, er ist dadurch, er ist hierdurch schön goldbraun. Jetzt haue ich die nächste Ladung rein. So, der Rest ist jetzt auch schon durchgebraten, wie man auf den rechten Teller sieht. Alle schön braun. Ich habe jetzt hier schon mal angerichtet. Bei mir gibt es jetzt heute dazu Butterbrot mit Salz. Was ich aber dazu empfehlen kann, was ich leider jetzt nicht da habe, da habe ich die Zeit jetzt nicht für gehabt, ist Tzatziki. Tzatziki schmeckt echt klasse als Beilage. Ja, Ketchup oder Senf kann ich überhaupt nicht empfehlen. Es sieht zwar aus wie ein Schnitzel, schmeckt aber nicht so. Es schmeckt komplett anders. Probiert's aus, wenn ihr die findet. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, euer Waldfuchs.